Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Hamburg Talks. Mein Name ist Katja Diehl und ich freue mich total, heute in ein Thema einsteigen zu können, was uns, glaube ich, alle so ein bisschen umtreibt: Plastik. Liebe Joanna, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie beschäftigst du dich mit Plastik? Ja, so erstmal, so ich bin Joanna, ich komme aus Mexiko und bin ich hier nach Deutschland gekommen, um zu promovieren. So während meiner Promotion habe ich die tolle Gelegenheit, mit einem Biomaterial zu arbeiten, das heißt Lignin. Und Lignin ist unser Produkt in Lignopure. Lignin ist das zweithäufigste Material der Welt und kann auch erdölbasierte Materialien in Produkte ersetzen. Und so bin ich so zu Lignin durch meine Promotion gekommen. Was hat dich an Hamburg interessiert? Warum wolltest du gerne hier auch das ganze Thema vorantreiben? Ich muss sagen, die Universität war für mich sehr attraktiv. Ich wollte etwas machen in meine Doctoral Studies, das wirklich in die Anwendung geht und nicht nur so neue Kenntnisse, sondern wirklich an neue Technologie oder neue Produkte zu arbeiten. Und da ist die Technische Universität Hamburg auch sehr gut. Und natürlich die Stadt ist, ich glaube, alle möchten hier wohnen. Also du bist echt Hamburg-Fan geworden. Ja. Und wenn du jetzt sagst, die Uni bietet dir besondere Möglichkeiten, kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Was ist so das Besondere? Was findest du so toll hier, diese Studien auch zu machen? Das ist etwas, das nicht in alle Uni gibt, zum Beispiel, dass man sehr viele Projekte zusammen mit Industrie macht. Und das hat zum Beispiel, also unsere Professorin oder meine Professorin hat uns wirklich das erlaubt, dass wir Projekte mit der Industrie zusammen machen, auch direkt Kontakt mit den Personen, die diese Technologie dann brauchen werden, ne, in die Zukunft. Und das war, das ist natürlich sehr, sehr besonders. Und als wir diese Idee, dieses Startup zu gründen aus der Uni, dann hat unser Institut und die Professorin auch uns sehr viel unterstützt. Und das ist auch nicht immer. Mhm. Da machst du mich natürlich jetzt neugierig. Was war denn das für ein Projekt und was für ein Produkt habt ihr da entwickelt? Genau, also das, so wie gesprochen, so Lignin ist unser Produkt, aber Lignin wird als Bioabfall von Industrie, also als Abfall in Industrie, das werden 100 Millionen Tonnen von Lignin pro Jahr werden produziert, aber nur 3-5% werden gebraucht. Und da ist natürlich eine Lücke, wieso braucht dieses Material, ist da, es ist schon produziert, aber niemand braucht das. So, ich habe mich beschäftigt mit einer neuen Technologie zu entwickeln, damit wir das Lignin als Abfall so nehmen können und in ein hochwertiges Produkt das zu wandeln. Und das, das war das Projekt. Habt ihr da auch schon erste Anwendungsbeispiele, also wo ihr das Lignin auch benutzt habt? Ja, wir haben viele, viele Anwendungen. Das war auch so unsere Geschichte ein bisschen, weil meine Mitgründerin ist auch Doktorandin von der Uni und wir waren an Anfang sehr technisch. Ne? Und wir haben, also unser Produkt ist wirklich ein braunes Pulver und niemand hat uns verstanden, was wir machen. Deswegen haben wir auch viele, viele Anwendungen gehabt. Im Moment arbeiten wir in zwei Bereiche. So eine, die hochwertige, so Kosmetik, Lebensmittel und pharmazeutische Industrie. Und die zweite, Materialien, so Plastik und alles, was wir jeden Tag benutzen, dann mit Plastik. Genau, zum Beispiel in Richtung Kosmetika. Wir verkaufen oder produzieren unsere Pulver oder Material als Ersatz für UV-Schutzkomponenten. Man kennt ja auch, dass es gibt viele UV-Schutzchemikalien, die sehr schlecht für die Umwelt sind, für die Korallen, aber auch für unsere Gesundheit. Und was ist, was wir auch in Lignopure möchten? Nicht nur, also was heißt nur? Also nicht nur Materialien, die gut für die Umwelt sind, sondern auch für uns. Die haben einen Impact. Und im Bereich Materialien, wir haben schon so Plastikteile, wo wir das ölbasierte Material mit Lignin ersetzt haben. Und wir haben schon bewiesen, dass wir können
bis um 60% CO2-Emissionen dann reduzieren. Also muss man sich das als Laie so ein bisschen so vorstellen, dass ihr eigentlich Abfall nimmt, was irgendwo in der Produktion übrig bleibt und ihr macht so eine Art Kreislauf, der dann immer weiterlaufen kann. Genau. Und wie offen ist die Industrie für solche Ansätze? Müssen die auch ihre Dinge umstellen, ihre Produktion? Weil es ist ja bestimmt auch nicht so einfach, oder? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist auch eine von unseren so USPs, dass mit unserer Technologie wir können maßgeschneiderte Lösungen für Industrie dann produzieren und die müssen die Infrastruktur nicht wechseln, weil natürlich alle Firmen möchten auch mehr bio oder mehr nachhaltig bleiben, aber die sind nicht alle so willing to change diese Infrastruktur. Willing to change heißt ja aber auch, dass du gegründet hast. Also du hast dich selber auch entschieden, nicht nur die Professuren oder diese Studien zu machen an der Universität, sondern auch Business zu machen. War dir das von Anfang an so klar? Wolltest du das immer oder woher kam dieser Gedanke? Ja, ich wollte schon immer auch meine eigene so Startup zu machen, aber es war mir auch klar, dass es in Richtung Naturprodukte und in Richtung was Gutes für die Umwelt machen. Und da war natürlich diese Möglichkeit, in meine Doktorarbeit mit diesem Projekt zu beschäftigen. Und ja, ich habe angefangen, meine Kollegen dann so interviewen, okay, wer macht mit, wer hat auch diese Motivation, wer glaubt an diese Idee und ja, haben wir weitergemacht. Und wie muss man sich das so vorstellen? Also du schreibst ja eine Arbeit, du bist auch wissenschaftlich gebunden, du hast mit der Wirtschaft zu tun, mit der Industrie und dann machst du noch dein eigenes Business. Hast du 48 Stunden am Tag oder wie hast du das gelöst? Ja, es ist 24 Stunden pro Tag sind wirklich nicht genug. Hast du denn Unterstützung bekommen von der Uni auch in diesem Prozess? Ja, also so Gründung weniger, weil dann das war mehr so Produktentwicklung, Wissenschaften, aber ja, wir haben ein Netzwerk gebaut. Ihr weiß ja auch, dass wir diesen Future Hamburg Award gewonnen haben und da war wirklich für uns so eine große Bestätigung, dass wir was Cooles machen. Und dann haben wir ein großes Netzwerk gebaut. Und ihr kennt bestimmt so Veronika Reichfurt, muss ich auch sagen. Sie hat immer uns sehr viel unterstützt. Sie hat uns mit verschiedenen Firmen vernetzt oder mit Gründungsaktivitäten. Und das war so ein Boom für uns als Startup. Heißt also auch, ihr habt Mentoring bekommen. Also es gab immer auch Leute, die euch ein bisschen geholfen haben mit bestimmten Dingen. Ja, aber in der Uni gibt es auch zum Beispiel die Startup Doc, es gibt auch die Startup Board, ja natürlich die Startup Unit hier in Hamburg. Und insgesamt, ich kann sagen, wirklich aus Lignopure-Seite oder meine Firma, wir sind sehr dankbar, weil wir haben alles bekommen in Hamburg. Ich glaube, was wir oder was eine Unternehmerin oder Unternehmer sich wünschen können am Anfang. Das ist ja auch so ein Problem, wenn wir ehrlich sind, ne? Weniger Frauen, die gründen. Also es ist ja eine unglaublich kleine Anzahl leider nur. Was kannst du Frauen mitgeben, die sich vielleicht auch mit so einem Gedanken tragen, ein eigenes Business zu machen? Ja, Bereitschaft, um ins kalte Wasser zu springen, ganz viel Mut und an sich zu glauben. Weil wir haben auch die Kenntnisse, wir haben die Skills, uns fehlt wirklich nicht. Also diese Mut, um weiter zu machen. Und du hast gerade erwähnt, du hast mit dem Produkt auch diesen Award gewonnen. Ist das auch etwas, wo man sich beteiligen sollte, um Sichtbarkeit zu gewinnen? Also was ist danach passiert? Wie hat euch das geholfen, diesen Award bekommen zu haben hier in Hamburg? Ja, ich glaube, die Sichtbarkeit war ein großer Punkt, weil danach haben uns sind Investoren aufmerksam auf uns gekommen. Wir haben auch, also wir waren in einer Luxussituation, muss ich sagen, wo wir dann die Investoren sind zu uns gekommen und dann könnten wir sagen, okay, diese Investoren sind gut für uns, können auch strategisch oder operativ auch helfen. Genau. Und wir waren ganz, ich glaube, schnell. Genau, mit der Seed-Finanzierung und genau auch andere Fördermöglichkeiten, die gibt es hier in Hamburg.
Seed-Finanzierung ist zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind jetzt eure nächsten Schritte? Was habt ihr so als nächstes vor mit eurem Projekt? Wir haben am Ende 2020 eine Seed-Finanzierung von 2,2 Millionen Euro bekommen und das ist für die Hochskalierung von unserer Technologie. Also am Ende dieser Woche machen wir die Commissioning von unserer Anlage, um die Produktion zu starten. Wir sind jetzt, wir enden des Jahres mit 10 Personen. Genau, weiter mit Finanzierung werden wir mehr News geben nächstes Jahr, aber wir möchten auf jeden Fall uns auch viel auf Impact fokussieren von unserem Produkt, unser Produktportfolio zu erweitern und auch diese Kenntnislücke, die noch im Team sind, dann zu erfüllen. Ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick in ein super spannendes Thema und wünsche dir viel Erfolg, gerade auch für 2022. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.